Hallo ihr Quirlinge, weiter geht's mit dem womöglich und wahrscheinlich letzten Teil von Sonority. Wir sind im Sonorturm und haben uns hier den Weg zu dieser bläulich erleuchteten Treppe freigespielt. Was da oben auf uns wartet, weiß ich nicht. Ganz unten im Keller gibt's noch eine Ecke, da komme ich nicht hin. Und bin gespannt, wie ich von noch weiter oben nach ganz unten kommen soll, wenn das denn des Rätsels Lösung ist. Naja, schauen wir mal. Oh, da gibt es sogar einen Kartenwechsel. Nee, aber ohne Laden. Wir sind irgendwie auf der gleichen Karte noch. Viele Monde sind vergangen und trotzdem habe ich es noch nicht geschafft, dieses schreckliche Konstrukt auf der Spitze zu beseitigen. Doch ich kann nicht zulassen, dass die Menschen in ihrem Untergang noch triumphieren. Naira, schreckliches Konstrukt. Aha. Die Stimmgabel, oder was? Das ist nicht... Wie beeindruckend ihr Menschen doch seid. Arbeitet jeden Tag so hart und konzentriert an eurem eigenen Untergang. Doch immer müsst ihr auch andere mit euch in den Abgrund reißen. Ich habe nichts mit diesen Leuten zu tun. Ich heiße Esther und suche nach einer Melodie, um einem Freund zu helfen. Ah ja? Anders als dieser taube alte Kauz da draußen falle ich nicht auf deine falsche Harmonie herein. Lumbo tut es sehr leid. Er macht sich solche Vorwürfe und will nur helfen. Du bist der Beweis, dass er überhaupt nichts gelernt hat. Ich werde dir zeigen, was ihr Menschen uns angetan habt. Bitte, es ist schrecklich, dass sie so rücksichtslos waren. Ich wünschte, ich könnte das wieder gut machen. Du, Närrin, hättest dort bleiben sollen, wo du hergekommen bist. Du sollst dort unten verrotten in diesem abscheulichen Gemäuer. Was soll ich nur machen, Susu? Ohne meine Instrumente. Singen? Aber das erklärt den Keller, ja. Susu. Naira, ey, die sind alle so unentspannt. Meine Güte. Würde er tief aus der Erde kommen? Spricht er etwa so noch? Susu, ein bisschen mehr Kontext wäre hilfreich. Ja, wir können hiermit natürlich nichts anfangen. Aber irgendwer, irgendwas, irgendwarum hat uns hier einen Weg gebahnt. Und der führt nach draußen, oder wie? Moment. Oh ja, oh, was ist hier? Da klingelt's aus dem Weiher. Ach so, vielleicht richtige Reihenfolge. Fernen Klang. Fernen Klang. Aha. Das würde ja Sinn machen irgendwie, ja? Still ist dieser Ort. Tief dort unten.
Eltern. Das ist wohl Nummer eins. Fern doch nah. Niemals wahrhaft fort. Still ist dieser Ort. Das war wohl falsch. Also. Das sind hier alle. Dann geht's ja hier los. Tief dort unten, fern doch nah, niemals wahrhaft fort. Lausche ich dem fernen Klang. Still ist dieser Ort. Tief dort unten, fern doch nah. Niemals wahrhaft fort. Lausche ich dem fernen Klang. Still ist dieser Ort. Mhm. Ah, neues Instrument. Ein Frauorchester. Wir können singen. Hoffentlich kommt kein Jodeln dazu. Damit können wir, also wir haben jetzt unten in dieser Grotte unser eigenes Instrument gelernt, was man uns so leicht nicht abnehmen kann. Das hat Naira nicht kommen sehen, vor allen Dingen wusste sie vielleicht gar nichts von dieser Grotte. Ist Sonor am Ende auf unserer Seite? Damit können wir hier was anfangen. Das hast du nicht alles nur geträumt. Hoffe ich. Oder geht jetzt die Grube zu und dann weiß ich nicht, was war, was ist, was sein wird. Ach, Susu. Susu, ich glaube, es ist etwas Wunderbares passiert. Ich denke, ich kann uns hier rausbringen. Sie ist mit, oder wie? Naja, wir müssen hier das 2 senken. Also, ja, H. Ach nee, war andersrum. So. Naira. Sind da meine Instrumente drin? Nein. Ey, die haben ja. Die hat hier Zellen, ein Zellen. Oh, Zellentrakt. Da ist ein Dings gewesen. Ein Musikzeichen. Wieso baut ihr hier unten Gefängniszellen? Das baut man doch nicht einfach. Da hat man doch Gründe für. Ah ja, jetzt wird ein Schuh draus. Das muss einfach eins nach unten. Ich starte es wahrscheinlich dann hier. Naja, aber auch mal die hohen Töne benutzen. Ganz genau. Ja, es ist natürlich Le Fahrstuhl ziemlich weit oben. Gar nicht wahr, der ist noch hier an der Seite.
Naja, vielleicht hat ihn Naira wieder dahin gefahren. So, erstmal müssen wir uns zurücksetzen. Und dann weiß ich ja noch, ich brauche... Oh, es ist schwierig. Jetzt muss ich immer was Neues einfallen lassen. Ja, das ist nämlich eins zu wenig, sagte ich mir. Das war gerade das Problem, was ich schon gehabt kommen sehen, aber was soll ich machen? Ah, wir haben doch den... Ne, den Aufzug. Wo ist denn der? Wir hatten doch hier diesen Aufzug. Aber da muss ich auch ganz nach oben. Esther, wir brauchen noch einen weiteren Ton irgendwie. Das ist der tiefste, das ist der zweithöchste. Ich kann natürlich hier den höchsten hinmachen. Aber das nutzt ja dann nichts, oder? Weil dann dreht sich ja der Schnabel nicht in die Richtung, die ich brauche. Genau. Das ist genau das Problem. Ich komme da nicht hin. Aber vielleicht komme ich aber anders hin. Ja, das war jetzt nicht so mein Ziel, wenn ich ehrlich sein soll. Da jetzt rum. Komm ich, aber ich bin zwei zu tief. Aber immerhin, hier komme ich ja hin. Ist das jetzt richtig? Ich habe den Schnabel jetzt einmal andersrum hier rangedreht. Verstehe. Das war jetzt eine zufällige Lösung. Ja klar, ich kann ja den Schnabel gegen den Uhrzeigersinn drehen, indem ich noch einen Ton draufpacke, was nicht geht. Oder ich kann den Schnabel hier dran packen, indem ich ihn quasi fast einmal komplett im Uhrzeigersinn drehe und dann kann ich natürlich wieder den Ton nach unten nehmen. Das ist total logisch, wenn man mal drüber nachdenkt. War aber jetzt echt zufällig gelöst. Gebt zu, ihr hattet die Idee auch nicht. So, jetzt sind wir gleich wieder da oben und werden Naira ein Ständchen bringen. Wohl. So. Ihr Mammon-Hokuspokus ist auch weg. Wir können hier runter. Nee, können wir nicht. Uns fehlt noch ein Musikzeichen. Ach, die haben sogar Throne hier, meine Güte. Da kam ich her.
Hallo. Ein hartnäckiges Exemplar bist du. Es ist Zeit, dich... Es reicht, Naira. Du wagst es, hier nochmal deine Stimme zu erheben? Bitte, Naira. Sie ist nicht so wie die anderen Menschen. Sie kann uns helfen. Du stummer Narr. Aus dem Weg. Ja. Okay. Waschbär gegen Wolf. Ich weiß, wer da gewinnt. Der fiese Waschbär natürlich. Und nun? Jetzt haben wir nochmal einen Gebietswechsel. Aber mir ist nicht angezeigt worden, dass wir hier eine andere Anzahl von Musikzeichen zu finden haben. Also könnte das hier alles irgendwie... Da bist du ja. Wenn ich dich doch nur zum Schweigen bringen könnte. Ach du Scheiße, meine Ohren! Oh, das nervt jetzt schon. Oh. Da unten brauche ich aber die Gitarre wieder. Ich brauche überall die Gitarre. Hier. Oder... Hä, kann ich hier? Ah, okay. Das nimmt auch meine Stimme an. Ah, dann brauche ich die Gitarre nicht. Ja. Das geht hier los. Was passiert denn da? Ah, da hinten ist das letzte Zeichen, oder? 5 brauchte ich noch. Nee, 7 brauche ich. 5 habe ich. Hatte ich letzte Episode. 1 habe ich gefunden. Das ist das letzte. Hier geht es da runter. Was passiert denn da, wenn ich jetzt hier mal auf A mache? Aha, da geht es 1 weiter. Was will ich erreichen? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Da kann man drüber laufen. So, hier wird... Die Tonfolge wird nicht benutzt, weil sie unterbrochen ist. Machen wir hier mal auch wieder A. Nur G. Ja, nochmal ein A. Was passiert jetzt? Aha. Dieses Steinding dreht sich da jetzt. Was passiert hier? Gar nichts. Also eigentlich würde ich ja gar nicht wollen, dass sich das dreht. Das sieht ja so nicht schlecht aus. Und dann... Ich wüsste, wo ich hin soll. Ah, da zur Seite. Ich glaube, jetzt muss ich einen hohen Ton machen. Mach mal hier eine 4. Gucken, was passiert. Ja. Das sieht doch so schlecht nicht aus. Mal eine 5 rein. Ach, da dreht sich das Ding. Okay, das ist alles völlig falsch.
Okay, ja. Ich verstehe. Ja. Also, der zweite Ton, das ist, damit geht's schon los. Also, das hier ist richtig, aber der zweite ist falsch. Denn der hintere Viertelkreis aus grauem Stein, der muss uns hier irgendwie den Weg dahin machen, hier rechts. Da geht es wohl irgendwie weiter. Also muss der sich sehr wohl drehen. Und zwar auch im Uhrzeigersinn. Ja, noch ein bisschen mehr. Ich würde sagen, noch zwei mehr als C2. Also eine 6 hier mal probieren. Jetzt könnte ich darüber laufen. Jetzt muss der goldene Ring. Es macht irgendwie alles keinen Sinn, oder? Also, wenn ich rechts, wenn ich rechts absteigen soll. Dann muss ja einer dieser grauen Blöcke rechts mir den Weg da geben. Aber wie soll das gehen? Naja, wir können den hier natürlich noch. Nochmal F. Ja, das ist doch auch gar nicht so verkehrt. Genau, jetzt muss ich nur dann einen Weg finden. Ja, der dritte, der ist Quatsch, der muss ich noch einen Tick weiter drehen von C nach C2 nach F. Oh, ja, ein G draus. Ist es das? Das ist alles durcheinander. Wieso? Wieso? Das war doch alles, das war doch so gut gerade. Was ist denn hier das Problem? Ach, weil die gleich sind. Ach ja, guten Morgen. Die sind gleich. Naja, wenn die gleich sind, ich kann ja hier noch eins hochgehen. So, dann muss ich nur hier auch eins hochgehen. Das ist noch nicht ganz richtig. Wir müssen da noch eins weiter. Gehen wir hier eins runter. Jetzt habe ich doch einen Weg, oder? Da runter, rüber, dann, ne? Ja, das geht. Also, lass das mal so. Das scheint mir richtig zu sein. Jetzt kommt das hier ins Spiel. Das ist ja mit dem hier gekoppelt. Was will ich hier erreichen? Alter, also da will ich die Linie. Ah, okay, verstehe. Ja, da muss ich das andere auch noch mal ändern. Was dreht sich zuerst? Der äußere goldene Ring dreht sich zuerst, oder? Ja.
Der dreht sich zuerst. Das ist ein Ton zu viel. Also von D nach H. Also muss hier ein A hin. Ne? So, wenn da ein A ist, dann muss aus G2 ein F2 werden. Stimmt das? Also geht das noch so? Nee, das ist jetzt zu weit. Dann muss ich das A in ein G verwandeln. So, jetzt stimmt das wieder. Hier. Ja, es ist schon mal richtig. So, jetzt muss das andere, muss... Boah, das muss... Puh, 1, 2, 3, 4 Töne. A nach D2. Das muss fast ein G2 sein, oder? So ist es richtig. Also, das muss ein G sein. Was war da vorher? Scheiße, Gedächtnis. C2? Keine Ahnung. Ja. Aber das geht ja auch. Wir kommen ja auch noch rüber. Ja, dann ist das die Lösung hier. Das Problem ist, es passiert nichts. Das da hinten dreht sich nicht mit. Nee. Irgendwas ist hier nicht richtig. Ach, hier ist eine Treppe. Also es muss ja zwei Töne hoch. Dann muss hier ein D2 sein. Genau. Und das muss ein Ton runter. Ach. Moment. Scheiße. Das Grüne. Und das ist auch gekoppelt, oder? Jetzt stimmt das nicht mehr. Ich hasse es. Was war denn hier? War das ein A? Ich hab's vergessen. Das war es nicht. War das ein G? Ja. So. Dann ist da unten ein G. Oder kann ich jetzt hier schon rüber gehen und irgendwas machen? Was passiert denn hier? Da geht der weg.
F2. Geht's noch ein nach oben? Also dieses Rätsel hängt komplett miteinander zusammen. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich habe den Verdacht, den unguten, weil das hier rechts so viel Zeit hat, dass ich, wenn ich es anstimme, hier nach unten laufen muss. Da drauf, um mich dann nach oben fahren zu lassen. Ist das das Rätsels Lösung? Ich hole mir erstmal dieses Symbol da hinten. Okay, es gibt eine Errungenschaft. Alle zu finden. Warum habe ich die jetzt nicht bekommen? Hab doch alle. Moment, wir checken das mal. Ich gehe mal gerade zurück ins Hauptmenü und lade hier wieder. Dann sehe ich nämlich, wie viele ich habe, den Zwischenstand. Wird nicht eingeblendet. Zählt das Ding hier oben nicht? Ach! Das ist doch eine andere Karte. Hier habe ich 1. Das heißt, ich habe hier 1 vergessen. Okay, dann suche ich das nochmal. Das muss ja irgendwo zu finden sein. Ich habe es gefunden. Boah, ist das fies versteckt. Da hinten, die Ecke. Wow. Das ist das Letzte. Das ist hier oben an diesem Rätsel. Jetzt kommt die Errungenschaft. Ja, Fortissimo. Gut. Und jetzt zurück nach oben aufs Dach. So, wieder am Ort des Geschehens. Ja, also, das ist ein einziges großes Rätsel hier in mehrerlei Hinsicht. Ich denke, das Erste, was ich machen sollte, ist mal rauszukriegen, was eigentlich passiert, wenn das hier jetzt aktiviert wird. Ja, das ist Quatsch. Also, ich nehme mal keine Rücksicht auf das andere. Ich mache erstmal hier. Das ist jetzt zu viel. 1 zu viel. Kann ich hier ein A reinmachen? Dann. Das hier muss 1 runter. Aha. Das ist die Bestätigung dafür, dass ich da oben hin muss mit der zentralen Säule. Ja. Gut. Habe ich verstanden. Ich nehme jetzt mal das, was ich da unten festgelegt habe mit dem A. Das ist ja das Grünliche. Das heißt, es ist hier dann auch ein A. Weil wenn ich jetzt hier das ändere, geht raus. Dann geht es nämlich wieder zu. Ja, dachte ich mir. Also, ich muss das so lassen. Und werde jetzt mal ein bisschen offcam grübeln, wie das hier zu sein hat. Es ist ja möglich, dass es hierfür mehrere Lösungen gibt, dass das gar nicht die richtige ist. Mit anderen Worten, dass ich mit dem A, was da unten gesetzt ist und so weiter, gar nicht durchkomme. Allerdings haben wir hier natürlich auch den Luxus, dass die Tonfolge hier und hier unterbrochen ist. Das heißt, eigentlich gibt uns das wieder mehr Handlungsspielraum. Aber ich grübel mal kurz offcam, wie das hier zu lösen ist. So, ich glaube, ich hab's. Also, der Ton hier ist festgelegt. Deswegen habe ich erstmal mich um den gekümmert. Denn es gibt meiner Ansicht nach nur eine Tonfolge, die hier hinten den Schlamassel löst. Also den hier. Und das ist die Tonfolge. Ah ja, schon klar. Das ist die Tonfolge DAG. Was anderes gibt es da nicht.
Und wenn man jetzt hier DAG festgelegt hat, dann kann man das ein bisschen zurück, zurückrechnen. Dann muss man hier einen hohen Ton reinbringen, weil A und G sind ja die beiden tiefsten Töne, die wir ja haben. Da muss ein bisschen was Hohes dazwischen und dann, wenn ich hier ein C2 setze, ist dann hier ein C2 und so weiter. Und das A hier ist wiederum mit dem A da unten gekoppelt. Ja, das darf ich auch nicht wegnehmen, weil das da unten funktioniert ja auch. Lange Rede, kurzer Sinn, das hier ist eine Lösung, die funktioniert. Genau. Weil, dann kann ich da in gerader Linie von oben nach unten in die Mitte sprinten. Der Weg nach rechts ist jetzt ein bisschen umständlich, aber es ist ja egal. Für den Weg habe ich ja Zeit. Und ich denke, das ist die richtige Lösung. Wenn ich jetzt hier rechts nicht sehe, dass mir die Töne, die ich definiert habe, alles verunmöglichen. Aber das sieht so schön aus, es muss richtig sein. So. Den Ton, da bin ich frei. Der Ton, Also es muss nach oben gehen. Und zwar ordentlich. Wir haben ja auch noch von C2 aus schon noch einiges nach oben. Also G2 ist vielleicht tatsächlich richtig. Ja, das ist genau, das ist völlig richtig. Ich muss es nur irgendwann mal schaffen. Esther, mach hin! Diese Scheißkante! Da musst du so genau laufen. Wehe, ihr fangt jetzt einen Counter an. Wie viele Versuche ich brauche. Esther, deine klobigen Schuhe machen es auch. Ja, das habe ich schon verkackt am Anfang. Nein. Stunden später. Es ist ganz einfach. Ich bin so kurz vor dem Ziel. Ich muss doch hier nur geradeaus laufen. Okay, wir machen es anders. Ich bin da gerade lang gelaufen. Ich laufe jetzt mal ganz locker flockig hier lang. Da kannst du so fies hängen bleiben. Ja, hier bleibe ich gerne hängen. Muss ich da steuern, dass ich da nicht hängen bleibe? Dann bleibe ich hier hängen. Boah. Also ich erspare euch jetzt die nächsten 27 Versuche. Und zeige euch nur den, der glückt. Es wird irgendwann einer glücken. Glück auf. Ja, genau der nächste. Ist ja nicht zu glauben. Im nächsten Versuch nach meiner Pausenanmoderation habe ich das geschafft. Ja, ist ganz einfach. Esther, ist kein Scheiß. Esther. So. Hier oben. Die Wurzel allen Übels. Eine Dengel. Wie heißt das? Stimmgabel, genau. Aha. Es geht eins nach. Okay. Ha. Wie wärst du, wenn du einfach weggehst? C2. Ja. Geh mal bitte ganz nach draußen. Okay, der macht nichts anderes. Den kann ich nicht beeinflussen. Was soll ich denn machen? Gut, ich habe natürlich gar nicht so viele Möglichkeiten. Hier ein H zu setzen wäre natürlich auch Quatsch eigentlich, oder? Was war denn das? Also G, H. Esther, was soll ich denn machen? Ach so!
Ich soll's noch mehr rammen. Ich dachte, ich soll nur diesen Schlägel hier wegballern. Aber das ist nicht das Ziel gewesen. Das war das Ziel. Holla. Und nu? Also das dengelt jetzt nicht mehr. Ah, Abspann. Esther, geht es dir gut? Ja, es ist alles gut. Diese Melodie, die du gespielt hast, wo hast du die her? Da unten im Turm, da habe ich sie plötzlich gehört. Warte, was ist das? Sonor? Esther, ich glaube, diese Melodie ist ein Zeichen. Du meinst? Ja. Dann sollte ich keine Zeit verlieren. The greatest song in the world. Die letzte Errungenschaft. Ich habe sie alle. Jetzt geht's zu Meister Petz. Nee, erstmal ans Tor. Es war gerade ein bisschen komisch. Esa hat gegen die Wand gesprochen. Lumbo war ganz woanders. Was haben die hier zugemacht? Nee, doch nicht. Hier ist er nicht zu. Was sagt Naira dazu? Die alte Giftspritze. Und du willst wirklich schon aufbrechen? Ach, jetzt auf einmal. Ich fühle mich bereit. Die Melodie, die mir Sonor gezeigt hat, wird ihm sicher helfen. Ich will Batama nicht noch länger warten lassen. Das verstehe ich. Du hast so viel für uns getan. Sei vorsichtig bei der Heimreise. Mach's gut, Naira. Und pass mir ja auf unseren alten Lumbo auf, sonst kommt er nur wieder auf dumme Gedanken. Na, was soll denn das heißen? Auf Wiedersehen! Mach es gut, Esther. Danke für alles. Kein Wort von Naira. Unglaublich. Und das ist es gewesen mit Sonority. Willi, das hast du gut gemacht. Ein schönes Spiel, aber ich werde jetzt noch mal ein bisschen meine Gedanken sammeln und euch noch im Anschluss an diese Episode eine kleine, ja, wirres Fazit-Episode bringen. Die wird nicht wahnsinnig lang sein. Es gibt zu dem Spiel einiges zu sagen, aber auch nicht super viel. Dennoch möchte ich das jetzt hier nicht in den Abspann packen. Dazu ist diese Episode schon so lang und deswegen geht's mit dem queeren Fazit zu Sonority weiter im nächsten Teil. Bis dahin!